Ja Leute, willkommen zurück hier zu Pokémon Mond. Das ist jetzt das erste Video seit einer relativ langen Zeit oder der erste Part seit einer relativ langen Zeit. Denn ich kam in den letzten Wochen aus krankheitstechnischen Gründen gar nicht dazu, so richtig aufzunehmen. Ja, ich war mal wieder krank, aber jetzt geht's mittlerweile wieder. Und ich hoffe, ich kann euch einen guten Part liefern, der jetzt auch in der Nacht spielt. So, da können wir noch nicht lang. Ja. Nee, das geht überhaupt nicht. Das macht überhaupt nicht den von Elektro. Deswegen verpisch dich. Ja, so kann das gehen. So toll ist die Gastfreundschaft nun auch wieder nicht auf dieser Route. Ich glaube, wir haben hier mittlerweile auch schon alles gemacht. Daher sollten wir jetzt mal die andere Richtung anpeilen. The other direction. Auch wenn mir es hier in Mali City ganz gut gefällt. Meine Güte, Mali City, das ist auch ein richtig toller Stadtname, wenn ihr es euch so überlegt. Ja, aber es sieht doch schön aus. Jetzt, Nick, das ist das Cup am Stadtrand. Nichtsdestotrotz wird jetzt gekämpft. Weil ich sehe da hinten, dass da irgendwie so eine Art Berg ist und da müssen wir eventuell hin. Ich hole mal bestimmt wieder meine Liste raus mit den ganzen Pokémon. Wenn ich das aufgeschrieben habe, ja, das habe ich aufgeschrieben. Ich war dieses Mal sehr schlau, ein sehr schlauer, pfiffiger Junge. So. So, der Hausmeister Malcolm, der nicht mittendrin ist, fordert uns heraus. So, und wir stehen hier kurz vorm Level oder kurz vor der Entwicklung sogar. Das gefällt mir. Ich muss mich jetzt mal wieder daran gewöhnen, dass es hier kein Final Fantasy ist. Wir sind hier woanders. Das gefällt mir überhaupt nicht, was das Teil hier macht. Das verletzt meine Gefühle dadurch, dass es so unschlagbar ist. Okay, es ist nicht unschlagbar, es ist nicht Hoffenheim. Aber nichtsdestotrotz. Ja, Unrathydox besiegt man am besten hier mit unserem Knogger, also wirklich noch kein Knogger ist. Was auch immer es gerade verzehrt hat, will es gar nicht wissen. Deswegen machen wir mal hier Knochenkeule. Und es ist sogar sehr effektiv. Ich Genie. Ein erneuter Geniestreich meiner Wenigkeit. So in etwa. Und da direkt einen zweiten Unrathytox bringt, oder ein zweites Unrathytox, entschuldigt Leute, ich bin gerade selber ein bisschen verwirrt. Wir sollten uns auch theoretisch heilen, weil Relaxo scheint es nicht gut zu gehen. Relaxo ist in Trouble. Trouble, Trouble, Trouble. Okay, wir machen jetzt nicht Taylor Swift nach. Denn dafür werde ich nicht bezahlt, liebe Frau Swift, hören Sie? Ja, also mir gefällt es auch, mir fällt hier in diesem Let's Play viel mehr ein als bei Assassin's Creed, was ich sagen könnte. Auch wenn der Großteil, den ich hier labere, sowieso der größte Kauderwelsch aller Zeiten ist. Mir soll es egal sein. So, jetzt gibt es hier die letzte Entwicklung. Nämlich Silvaro. Und das ist sehr, sehr gut. Ist jetzt zwar nicht sonderlich wertvoll für den Arena-Kampf oder nee, für die Prüfung. Ich meine zumindest, dass. Okay, ich weiß gar nicht, wird es jetzt eigentlich zu Pflanze Unlicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es extrem cool aus. Gefällt mir. Und wir haben hier einen Pokédex-Eintrag. Das ist nach wie vor immer noch ein bisschen unnötig, dass wir das immer wieder nachtragen. Auf jeden Fall ein coolerer Name als Arboretos. So, du hast alle Pokémon auf meiner Seite, yay. Ja, Pflanze Geist, interessant.
Und es will eine Attacke erlernen. Ja, Schattenfessel. So, das ist eine Geistattacke. Ja, die ist auch schön stark. Deswegen vergessen wir einfach mal Erstauner, die nicht so stark ist. Logische Konsequenz. So, gehen wir einfach mal wieder nach unten, bevor es hier irgendwie großartig weitergeht, bevor wir überhaupt was machen. Dann gehen wir da wieder lang. Was auch immer das heißt, zu heißen hat. Ja, aber ich mag das schon. Dieses Ambiente. Komischerweise juckt es mir jetzt in der Nase, weil ich irgendwas im Auge habe. Also das ist auch sehr logisch. Also ich weiß, dass die Ohren mit der Nase verbunden sind, aber die Augen mit der Nase? Das ist eine komplett neue Erkenntnis. Ich würde sagen, das schreiben wir ins Tagebuch rein. Ja, ich weiß gar nicht, habe ich das eigentlich schon erwähnt? Okay, jetzt werden mir wieder manche schreiben, ja, das hast du tausend und dreifach und drei Millionenfach schon erwähnt. Aber ich erwähne es gerne nochmal, und zwar... Es gibt kein Fahrrad in diesem Spiel. Es ist unglaublich. Das ist eine so große Unverschämtheit, dass man eine Tradition bricht. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, haben wir hier eine Zygardezelle. Das sieht sehr nach einem Ort für eine Zygardezelle aus. Nee, leider nicht. Wir haben ja, glaube ich, schon 10% zusammen. Das ist eigentlich relativ wahrscheinlich. Denn ich habe gehört, es soll manche geben, die wirklich nur in der Nacht auftauchen und manche, die am Tag auftauchen. Also ganz strange. So, was geht hier ab? Jetzt haben wir hier dieses Alola-Slimer. Gut, das reicht. Ab nach Hause. Slime! Hey, du da! Das geht nicht. Wir sind doch bei der Arbeit. Was denn? Du wirst doch jetzt nicht wieder so kleinlich sein. Er will doch nur sehen, was wir hier machen. Ist doch nichts dabei. Oh, okay, Papa. Chef, dann erkläre ich dir mal alles. An diesem Ort entsorgen wir den gesamten Müll, der in Alola anfällt. Dafür arbeiten wir eng mit unseren Pokémon zusammen. Wir Angestellten bringen den Müll zu den Slimer und Slimog, die ihn dann für uns fressen. Er sollte das nicht Unrathydox erledigen? Das Slimog unseres Chefs kann sogar bis zu 10 Tonnen an einem Tag verdrücken. Tja, mein Slimer und ich arbeiten hier erst einmal nur auf Probe. Sag mal, ist das nicht ein Inselwanderschaftsabzeichen? Als ich noch ein Kind war, habe ich mich auch an den Prüfungen versucht. Es war mir aber zu anstrengend, deshalb habe ich es irgendwann aufgegeben. Weißt du was? Mein Slimog sieht so aus, als hätte es ein bisschen zu viel gefuttert. Wirst du so gut, ihm beim Kampf bei der Verdauung zu helfen? Ja, gerne doch. So, lohnt mir das. Lass uns anfangen. Gerald. Okay, das ist natürlich sehr schlecht. Wobei eigentlich nicht, wir haben jetzt hier unseren tollen Sky Zoo, unseren Himmels Zoo. Nee, Quatsch. Heißt natürlich nur Sky Zoo. Wobei, der kann das. Also ich habe noch nie was davon gehört, dass man einem Pokémon bei der Verdauung helfen kann, wenn man gegen es kämpft. Ich denke mal, das ist eher sehr ungesund, während der Verdauung zu kämpfen. Außer es kann ja richtig viel fressen, da geht so viel rein. Das Volumen ist unendlich. Okay, es ist nicht unendlich, aber es ist auf einem Niveau groß. Schlafrede. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Meine Gegner behalte ich gerne, aber das behalte ich nicht. Das kommt mir nicht in den Salat. Ja, und ich nehme das schon am 25.12. auf, für die es nicht wissen. Ich habe nichts anderes erwartet. Ziemlich beeindruckend, Jungchen. Unglaublich, dass das Slimog des Chefs einfach... krieg dich wieder ein. Du bist als Nächster dran. Aber mein Slimer und ich, wir schaffen das niemals. Jetzt reicht's aber. So warst du schon als Kind. Sobald es ein bisschen knifflig wird, schmeißt du gleich alles hin. So wie bei den Prüfungen. Und so jemand nennt sich mein Sohn. Weißt du, eigentlich wollte ich dir meinen Platz hier überlassen, aber solange ich mir noch solche Sorgen um dich machen muss, geht das einfach nicht. Aber Papa.
Kurze Unterbrechung, Leute, doch es geht jetzt direkt weiter, indem ich das jetzt erstmal einstelle. So, jetzt kann es weitergehen von mir aus. Also, okay. Aber jetzt werde ich nicht mehr weglaufen, sondern alles geben. Lass uns kämpfen. Ja, auf zum Kampf. Ich werde jetzt endlich erwachsen. Du wirst schon sehen, Chef. Ja, man kann es auch mit der Political Correctness übertreiben. So, der Linus. Nicht der Linux. Das ist ein Computerprogramm. Oder ein Betriebssystem, ich weiß nicht. Was ist Linux? Die große Frage in unserem Universum. Ja, das war zwar auch ein spektakulärer Kampf, wenn man schon davor uns Slimog besiegt hat. Was willst du denn Großartiges erwarten? Verflixt nochmal. Sohn, du. Es tut mir leid, ich tauge einfach zu nichts. Du bist eingestellt. Papa? Nicht Papa, sondern Chef. Du bist eingestellt, sage ich. Und zwar nicht als Angestellter, sondern als Chef, verstanden? Was? Du bist ein mutigerer Trainer als ich. Alles, was ich wollte, war dich und Slimer so kämpfen zu sehen wie eben. Ihr habt alles gegeben. Und deshalb will ich, dass ihr meine nachfolgende Firma antretet. Vielen, vielen Dank, Chef. Ehemaliger Chef. Es ist mir eine Ehre. Hey, tut mir leid, dass du da eben in unseren kleinen Familienzwist verwickelt wurdest. Als ich dein Inselwanderschaftsabzeichen gesehen habe, hat es bei mir Klick gemacht. Hier, nimm das als Entschädigung. Ist zwar verborgen, aber kein Müll. Oder verbogen, ja, verbogen. Krummlöffel, toll. Jetzt, wo ich einen neuen Chef ernannt habe, bin ich gleich viel ruhiger. Ja, wir werden uns auch weiterhin um den Müll von Alola kümmern. Ja, Papa. Chef, nee. Also gut, haben wir mal wieder eine Familienkrise gelöst. Das ist ja auch immer wieder schön bei Pokémon sowas zu erleben, wie Familienkrisen gelöst werden. Really nice, meine Freunde. Und hier, willst du kämpfen? Ersten Augenblick Zeit, ja, habe ich. So, vielen Dank, einfacher Starter. Das kommt jetzt etwas plötzlich, aber du und ich, wir müssen über deinen Trainerstil reden. Du weißt schon, über deinen Stil als Trainer, wie du Pokébälle wirfst, deine Lieblingspose, wenn du einen Kampf gewinnst und so weiter. Ich war früher mal Choreograf und habe mir solche Posen beruflich ausgedacht. Okay, ja. Ich, ja, gerne doch. Ja, ich habe einen Nachfolger, super. Jetzt sind wir Lektion 1 im Intensivkurs Trainerstyle. Stil beweisen wollen wir. Du hast den lockeren Stil erlernt. Du hast den lockeren Stil gemacht, gut gemacht. Wenn du deinen Trainerstil ändern möchtest, dann brauchst du nur den alten Styler anzusprechen. Das war's für heute. Die nächste gibt's morgen. Okay. Was auch immer das zu heißen hat, also könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe da keinen Bock jetzt großartig zu recherchieren, weil es eh nicht wichtig ist. Nehme ich mal an. Ja, wo geht's jetzt eigentlich lang? Da kann man anscheinend nicht rein. Das ist natürlich sehr sinnvoll, ein Gebäude zu bauen, dass man nicht rein kann. Aber wir sollen ja nicht überall einbrechen. Das soll schon ein bisschen, wie soll ich sagen, fair bleiben. Oh Gott, wir haben ja wieder so viel erreicht in diesem Part. Das ist ja der Wahnsinn. Also kommen wir in den nächsten 40 Parts nicht dahin, wo ich eigentlich hin will. So, Route 10. Ja, eine kleine Bitte. Vielleicht euch der, worum es geht. Route 10 ist ziemlich weitläufig, genau richtig Ort, um sein Pokémon mal zum Ausdruck zu verschaffen. Ach so, der will, dass wir seine Belusi holen. Ja, schön. Ich suche sie. Das sind nämlich ganze 8 Belusi. Ich,
hoffe, ich spreche sie so richtig aus. Oder Verlusi, genau. Und jetzt werden wir angegriffen von einem Panzer Aeron, denke ich mal. Nee, Ibitak. Und wir sind verdammt nochmal vergiftet. Toll. Gut, toll ist was anderes. Ich bin überhaupt nicht begeistert. Ja, das haben wir leider besiegt. Auf jeden Fall war es das für diesen Part, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.